gerade auf. War ja auch alles so. Irgendwie dachte ich mir, dann gehe ich mal. Der 2. Oktober? 2. Oktober heute ging ich mal und sagte, könnte ich mal eine Halseilung bekommen oder sowas? Nein, Hopfrischchen, gedulden Sie sich noch ein bisschen, sagt er. Gedulden Sie sich noch ein bisschen, Sie. Wir haben schon noch irgendwann mal da. Es ist noch nicht so weit. Meint er, ist einfach noch nicht so weit, ne? Jetzt bin ich in diese Richtung. Von da. Dorthin, aber irgendwie war das ja auch nicht. Sagt ja einfach von mir, Sie sind noch nicht so weit. 24. August. Nein. Also, wie gesagt, Reinhold, das kann ich nicht ausstehen. Naja. Immer lümmelt es den Vorzimmerer und nimmt sich kaum die Mühe, einen zu begrüßen. 2. Oktober. 3. Oktober? 3. Oktober. Heute. Heute begab sich ein ganz ungewöhnliches Abenteuer. Ich stand des Morgens recht spät auf. Als ich feststellte, dass es lange 10 geschlagen haben muss, da beeilte ich mich mit den Ankleiden. Ich zog meinen alten Mantel an und nahm einen Schirm, weil es in Strömen regnete. Die Straßen waren menschenleer, nur einige Weiber, die sich die Röcke über den Kopf gezogen hatten. Russische Kaufleute mit Regenschirmen und dann noch ein paar Kuriere kamen mir entgegen. Da sah ich eine Kutsche vor dem Kaufladen vorfahren, an dem ich eben vorbeiging. Ich erkannte sie sogleich, das war die Kutsche unseres Direktors. Der hat doch jetzt im Laden nichts zu besorgen, dachte ich. Vielleicht ist es Sophie, seine Tochter. Der Lakai öffnete die Wagentür und leicht wie ein Vögelchen flatterte sie aus dem Wagen, wie sie so nach rechts und links blickte, wie sie dabei Brauen und Augen spielen ließ. Mein Gott, ich war völlig verloren. Sie erkannte mich nicht und ich verkroch mich auch so gut es ging in meinen Mantel, denn dieser war ziemlich fleckig und außerdem völlig aus der Mode. Ihr Hündchen, das nicht rechtzeitig durch die Ladentür schlüpfen konnte, blieb draußen. Ich kenne dieses Hündchen, es heißt Matki. Ich stand noch keine Minute da, als ich plötzlich ein feines Stimmchen hörte. Guten Tag, Matki. Ja, sowas, wer spricht denn da? Ich blickte mich um und sah zwei Damen unter einem Regenschirm gehen, eine junge und eine alte. Aber sie waren schon an mir vorüber, da ertönte es wieder neben mir. Schäm dich, Matki. Ja, Teufel auch, da sah ich, wie Matki sich mit dem anderen kleinen Hündchen, das hinter den beiden Damen herlief, unterhielt. Oh, sagte ich zu mir, ich bin wohl betrunken. Obwohl, wann bin ich da schon mal? Nein, du irrst dich, Fidele. Ich saß mit meinen eigenen Augen, als Matki da sprach. Ich war sehr krank. Offen gesagt, war ich sehr erstaunt, als ich es wie einen Menschen sprechen hörte. Aber später, als ich mir das alles recht überlegt hatte, da wunderte ich mich nicht mehr. Ja. Tatsächlich gab es auf der Welt schon eine Menge ähnlicher Beispiele. In England, sagt man, sei ein Fisch ans Ufer geschwommen. Und habe zwei Worte in einer so seltsamen Sprache gesprochen, dass die Gelehrten nun schon seit 3 Jahren daran herumrätseln und bis heute nichts herausgekriegt haben. Auch las ich in einer Zeitung von zwei Kühen, die in einen Laden kamen und ein Pfund Tee für sich verlangten. Aber weitaus mehr, das muss ich zugeben, erstaunte mich, als Matki plötzlich sagte: Ich habe dir doch geschrieben, Fidele. Aber wahrscheinlich hat man dir meinen Brief nicht überbracht. Ich will auf mein Gehalt verzichten. Noch nie im Leben habe ich gehört, dass ein Hund schreiben könnte. Geh doch einmal, sagte ich bei mir selbst, diesem Hündchen nach.
um zu erfahren, was mit ihm ist und was es so denkt. Ich spannte meinen Schirm auf und folgte den beiden Damen. Schließlich blieben sie vor einem großen Haus stehen. Dieses Haus, das kenne ich, dachte ich bei mir, das ist Zerkows Haus. Die Damen stiegen in den 5. Stock. Gut, sagte ich zu mir, jetzt will ich nicht weitergehen. Ich will mir nur diesen Ort merken und bei der nächsten Gelegenheit meinen Nutzen daraus ziehen. Ich muss gestehen, in letzter Zeit beginne ich gelegentlich Dinge zu hören und zu sehen, wie ich sie bisher noch nie gehört und gesehen habe. 4. Oktober. Heute ist Mittwoch und darum arbeite ich im Zimmer unseres Chefs. Ich kam absichtlich ein bisschen früher, setzte mich hin und schnitt alle Federn zu. Unser Direktor muss ein sehr gescheiter Mensch sein. Sein ganzes Zimmer ist vollgestellt mit Bücherschränken. Ich las von einigen Büchern die Titel. Lauter Wissenschaft. Solch eine Wissenschaft, die unser einem überhaupt nicht zugänglich ist. Und schaut man ihm ins Gesicht. Was für eine Würde aus seinen Augen strahlt. Ich habe noch nie gehört, dass er ein Wort zu viel gesagt hätte. Höchstens, wenn man ihm die Papiere reicht, dass er fragt, wie ist es draußen? Feucht! Euer Exzellenz? Feucht! Ja, das ist was anderes als unser eins, ein Staatsmann. Ich merke übrigens, dass er mich besonders gern hat. Oh, wenn doch auch sein Töchterchen uns Vetterei nichts nicht schweigen. Las dann die Zeitung. Sind doch ein dummes Volk, die Franzosen. Was wollen sie denn bloß? Am liebsten würde ich sie mir vornehmen und alle der Reihe nach tüchtig durchprügeln. Etwa um 13:30 ereignete sich ein Vorfall, den keine Feder zu beschreiben vermag. Die Tür öffnete sich. Ich dachte, es sei der Direktor und sprang vom Stuhl auf mit den Papieren. Aber es war sie, Sophie. Sie selbst. Ihr Heiligen, wie war sie gekleidet, sie? Sie trug ein weißes Kleid, weiß wie ein Schwan. Das war eine Pracht. Und wie sie blickte, wie die Sonne. Bei Gott, wie die Sonne. Sie grüßte und fragte, ist Papa hier gewesen? Was für eine Stimme, ein Kanarienvögelchen, wirklich ein Kanarienvögelchen. Ich sagte bloß nein, zu Diensten. Sie blickte auf mich, auf die Bücher und ließ ihr Taschentuch fallen. Ich stürzte sofort hinzu, rutschte aber auf dem verflixten Parkett aus und hätte mir beinahe die Nase zerschlagen, hielt mich aber gerade noch und hob das Tuch auf. Alle Heiligen, was für ein Tuch. Aus dem feinsten Batist. Ambra, vollkommenes Ambra. Es duftete nur so nach Generalsrang. Sie bedankte sich, lächelte dabei unmerklich, sodass sich ihre kleinen Zuckerlippen kaum bewegten, und verließ darauf das Zimmer. Bei Tag und bei Nacht, denn
saß noch eine Stunde da. Zu Hause lag ich dann meistens auf dem Bett. Schrieb dann später schöne Verschen ab. Sah mein Lieb ein Stündlein nicht, war, als wär ein Jahr vergangen. Dachte schon, das Herz mir bricht. Lebe ich noch? Fragt ich voll Bang. Das muss von Puschkin sein. Gegen Abend ging ich in meinen Mantel gehüllt zur Auffahrt des Hauses Ihrer Exzellenz und wartete lange, ob sie nicht herauskäme und in den Wagen stiege, damit ich sie wenigstens noch einmal sehen könnte. Aber nein, sie kam nicht. 6. November! Unser Abteilungsleiter hat mich mächtig in Wut gebracht. Als ich ins Departement kam, da ließ er mich rufen und begann so zu mir zu sprechen. Was hast du, Freund, ja nur mehr für ein Chaos im Kopf? Manchmal rennst du wie angestochen hin und her. Bisweilen wirfst du deine Akte so durcheinander, dass nicht mal der Satan daraus schlau wird. Im Titel schreibst du Kleinbuchstaben, führst weder Datum an noch laufende Nummern. Und nun sage mal, was machst du da eigentlich? So, gab ich zur Antwort. Gar nichts mache ich. Denk mal ordentlich nach, du bist doch schon über die 40. Ja, Zeit, Vernunft anzunehmen. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Du glaubst wohl, ich kenne deine Schwäche nicht. Du machst der Tochter des Direktors den Hof, aber jetzt betrachte doch mal deine Lage und überlege, was du bist. Du bist doch eine Null, weiter nichts, du. Du hast ja keinen Groschen in der Tasche. Sieh dich doch mal im Spiegel an. Wie kannst du an sowas auch nur denken? Ja, du doch denken! Gewiss ist er neidisch, weil ich im Kabinett unseres Direktors sitze. Und er selbst, der hat doch ein Gesicht wie eine Medizinflasche und auf dem Kopf, da hat er ein Büschel Haare zu einer Locke zusammengedreht und mit einer nach irgendeinem Rosenwässerchen duftenden Pomade nach oben gebürstet. Und da denkt er, der kann alles, der Teufel soll ihn holen! Stamme ich etwa von Kleinbürgern ab, von einem Schneider oder einem Unteroffizier? Ich bin ein Edelmann, ich kann mich schließlich hinaufdienen. Ich bin erst 42 Jahre alt, genau das Alter, bei dem die Karriere erst richtig beginnt. Warte, Freundchen, auch wir werden einmal Oberst sein, mit Gottes Hilfe sogar noch ein bisschen mehr. Aber ich bin mittellos. Das ist das Unglück. Ich war im Theater. 6. November. Ich war im Theater. Man spielt den russischen. Man spielt den russischen Narren wie Laktat. Ich habe sehr gelacht. Ich bin gern im Theater. Wenn sich auch nur ein Groschen in meiner Tasche findet, dann muss ich unbedingt hin. Eine Schauspielerin hat sehr schön gesungen. Sie erinnerte mich an. Mm-hmm.
9. November. Nach dem Essen lag ich die meiste Zeit auf dem Bett. November. Heute saß ich im Arbeitszimmer unseres Direktors und schnitt für ihn 23 Federn zu. Und für Sie, für Ihre Exzellenz, 4 Federn. Er hat es gern, wenn möglichst viele Federn auf seinem Tisch vorhanden sind. Oje, das muss ein Kopf sein. Die meiste Zeit schweigt er. Aber bei sich, glaube ich, überlegt er alles ganz genau. Gern würde ich mal in jenen Teil der Wohnung hineinschauen, wo Ihre Exzellenz wohnt. Herr dort ins Boudoir. Wie dort all diese zarten Döschen und Flakons und Blumen stehen, die man wohl nicht mal anzuhauchen wagt. Wie dort ihr abgelegtes Kleid liegt. Mehr ein Duft als ein Kleid. Gern würde ich einen Blick in ihr Schlafzimmer werfen. Dort muss es Wunder geben, denke ich. Dort muss ein Paradies sein, wie selbst der Himmel keines hat. Schon allein das Bänkchen anzusehen, auf das sie beim Aufstehen ihren Fuß stützt. Und wie über dieses Füßchen ein schneeweißer Strumpf gezogen wird. Und nicht schweigen. Heute hatte ich übrigens eine Erleuchtung. Ich entsann mich des Gesprächs der beiden Hündchen, das ich belauscht hatte. Ausgezeichnet, dachte ich bei mir. Ja, jetzt bekomme ich alles heraus. Ich muss nur die Korrespondenz abfangen, die diese beiden Köterchen miteinander führen. Daraus werde ich schon das eine oder andere über Sophie erfahren. Einmal ich gestehe es, da habe ich sogar schon Matki zu mir herangelockt und zu ihr gesagt, hör mal, Matki, wir sind gerade allein. Und jetzt erzähl mir mal alles, was du über deine Herrin weißt. Ja, wie sie so ist und was sie so macht. Ich schwöre dir, ich sage es niemandem weiter. Aber das Miststück zog nur den Schwanz ein, duckte sich und ging leise zur Tür hinaus, als hätte es überhaupt nichts gehört. Nein, koste es, was es wolle. Morgen begebe ich mich in Zerkows Haus und frage Fidele diesen anderen kleinen Köter aus. Und wenn es gelingt, erwische ich alle Briefe, die Matki ihr geschrieben hat. 12. November. Um 2 Uhr nachmittags begab ich mich mit dem festen Vorsatz dorthin, Fidele zu sprechen und sie auszufragen. Als ich in den 5. Stock gelangt war und an der Klingel zog, da kam ein sommersprossiges Mädchen heraus, das gar nicht übel aussah. Ich erkannte sie sogleich, das war dieselbe, die damals mit der alten Frau gegangen war. Sie errötete ein wenig und ich kapierte sofort. Einen Bräutigam möchtest du, meine Liebe? Was wünschen Sie? Fragte sie. Ich muss mit Ihrem Hündchen sprechen. Das Mädchen war dumm. Ich erkannte gleich, dass sie dumm war. Unterdessen kam das Hündchen mit Gebell hereingesprungen. Ich wollte es packen, aber das Miststück hatte mich beinahe in die Nase gebissen. Da sah ich in der Ecke sein Schlafkörbchen. Ich ging hin, wühlte das Stroh durch und zog zu meinem großen Vergnügen ein Bündel kleiner Papierblättchen heraus. Als das garstige Hündchen dies sah, da biss es mich in die Wade. Ich stürzte davon. Diese Briefe werden mir alles offenbaren. Hunde sind ein kluges Volk. 13. November. Und jetzt wollen wir mal sehen. Ein ziemlich leserlicher Brief. An der Handschrift ist allerdings etwas unverkennbar Hündisches.
Der Brief ist nach allen Regeln geschrieben, so sogar die Interpunktion stimmt. Lesen wir also. Liebe Fidele, ist mein Leben nicht ein einziges Wohlbehagen? Meine Herrin, die von Papa Sophie gerufen wird, liebt mich bis zur Bewusstlosigkeit. Oh, Hundsfütterei! Nichts, nicht schweigen. Auch Papa liebkost mich sehr häufig. Er ist ein sehr sonderbarer Mensch. Meistens schweigt er. Sehr, sehr unregelmäßiger Stil. Man sieht gleich, dass das kein Mensch geschrieben hat. Er fängt ganz anständig an, aber endet hundsmäßig. Ach, Liebste, ich spürt man doch das Nahen des Frühlings. Mein Herz schlägt wie in ständiger Erwartung. In meinen Ohren ist ein ewiges Rauschen, sodass ich oftmals mit erhobener Pforte ganze Minuten an der Türe stehe und lausche. Ich muss dir eröffnen, dass ich viele Verehrer habe. Oft sitze ich auf dem Fensterbrett und sehe sie mir an. Wenn du wüsstest, was für Missgeburten darunter sind, da gibt es einen so großen... Du Teufel! So ein Quatsch! Wie kann man nur ganze Briefe mit einem solchen Unsinn füllen? Hunde, hündisch! Gib mir einen Menschen will ich sehen! Ich verlange Nahrung, die Balsam ist für meine Seele! Stattdessen aber diese Dummheiten! Sophie! Sehen wir mal, was mit Sophie ist! Sophie saß heute am Tischchen und nähte. Da trat plötzlich der Lakai ein und meldete: Herr Teplow, ich lasse bitten, rief Sophie und umarmte mich stürmisch. Ach, Matki, schwärmte sie, wenn du wüsstest, wer das ist. Ein Brünetter, ein Kammerjunker, und was für Augen, schwarz und leuchtend sind sie wie Feuer. Eine Minute später kam ein junger Kammerjunker mit schwarzem Backenbart herein. Ich knurrte und setzte mich auf meinen Platz. Sophie verneigte sich lachend auf seinen Kratzfuß hin. Ach, ma chère, was für einen Unsinn die zusammenredeten. Ich weiß wirklich nicht, ma chère, was sie an ihrem Teplow gefunden hat. Warum ist sie von ihm nur so hingerissen? Mir scheint etwas nicht zu stimmen. Wie kann es denn sein, dass ein Kammerjunker sie derart bezaubert haben soll? Ein Kammerjunker hat sie derart bezaubert. Oh, mir scheint, wenn ihr dieser Kammerjunker gefällt, dann wird sie wohl auch noch an jenem Beamten gefallen finden, der bei Papa im Arbeitszimmer sitzt. Ach, ma chère, wenn du wüsstest, was das für eine Missgeburt ist, wie eine Schildkröte im Sack. Mag das wohl für ein Beamter sein? Sein Nachname ist höchst merkwürdig. Immer sitzt er da und schneidet Federn zu. Das Haar auf seinem Kopf sieht aus wie ein Büschel Heu. Papa schickt ihn immer als Boten anstelle des Dieners. Scheint, dieser gemeine Köter zieht auf mich ab. Wo bitte habe ich Haare wie Heu? Sophie kann sich kaum das Lachen verbeißen, wenn sie ihn ansieht. Lügst du, verfluchter Köter? Was für eine gemeine Zunge! Kammerjunker ist jetzt jeden Tag bei uns. Sophie ist wahnsinnig verliebt. Papa ist sehr vergnügt. Ich habe sogar erfahren, dass bald Hochzeit sein wird, weil Papa seine Sophie unbedingt mit einem General oder einem Kammerjunker oder einem Militäroberst verheiratet sehen will. Weg! Ich kann nicht mehr weiterlesen, wo ist der Teufel? Weg! Immer ist da entweder ein Kammerjunker, weg! Oder ein General! Weg! Alles, was es an Schönem auf der Welt gibt, fällt Kammerjunkern oder Generälen zu. Da findet man einen bescheidenen Schatz und glaubt ihn schon mit seinen Händen zu fassen. Weg! Da wird er von einem Kammerjunker oder General entrissen. Oh, ist der Teufel! Nur Verdruss! Dummer Köter! Dezember! Unmöglich. Leeres Geschwätz. Es wird keine Hochzeit geben. Was heißt das schon? Kammerjunker. Das ist doch nichts weiter als ein Titel. Nichts Sichtbares, das man mit Händen greifen könnte. Davon, dass man Kammerjunker ist,
bekommt man ja kein drittes Auge auf der Stirn. Und seine Nase ist auch nicht aus Gold. Sie ist wie bei mir und bei jedem anderen. Und es tut er auch nicht mit ihr, sondern riechen. Und er hustet nicht mit ihr, sondern niest damit. Warum? Und wozu bin ich nur Titularrat? Vielleicht bin ich ein Graf oder ein General und scheine nur Titularrat zu sein. Ja, vielleicht weiß ich selbst nicht, wer ich in Wirklichkeit bin. Dafür gibt es in der Geschichte ja genügend Beispiele. Irgendein Mann, nicht etwa ein Edelmann, nein, 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 einfach irgendein Kleinbürger oder sogar ein Bauer. Und plötzlich stellt es sich heraus, dass er ein hoher Würdenträger oder ein Herrscher ist. Wie würde sie da zu singen anfangen, meine Schöne? Und was würde wohl der Herr Papa, unser Direktor, sagen? Ich möchte nur mal wissen, warum ich Titularrat bin. Warum gerade Titularrat? Fünfter Dezember. Heute habe ich den ganzen Morgen Zeitungen gelesen. Sonderbare Dinge geschehen in Spanien. Man schreibt, dass der Thron abgeschafft sei. Das kommt mir äußerst sonderbar vor. Wie kann es denn sein, dass ein Thron plötzlich unbesetzt ist? Man sagt, irgendeine Donna würde ihn besteigen, aber das ist unmöglich auf einem Thron. Da muss ein König sein. Ja, sagen Sie schon. Aber es ist kein König da. Das kann aber doch nicht sein, dass kein König da ist. Ein König ist sicher da. Nur hält er sich irgendwo inkognito auf. Möglicherweise befindet er sich im Lande selbst, aber aus irgendwelchen familiären Gründen oder wegen einer Bedrohung von Seiten der Nachbarstaaten, etwa von Frankreich, sieht er sich gezwungen, sich zu verbergen. Oder es gibt noch irgendwelche anderen Gründe? Achter November. Ich war drauf und dran, ins Departement zu gehen. Aber verschiedene Gründe und Überlegungen hielten mich zurück. Diese spanischen Angelegenheiten wollen wir einfach nicht aus dem Kopf. Ich muss sagen, all diese Ereignisse und Vorkommnisse haben mich derart erschüttert und niedergeschmettert, dass ich den ganzen Tag über nichts anderes tun konnte. Ich war völlig deprimiert. Die meiste Zeit lag ich auf dem Bett und dachte über diese spanischen Angelegenheiten. Ne? Thank you.
April. Der heutige Tag ist ein allerhöchster Feiertag. Spanien hat einen König. Ja, er hat sich gefunden. Der König bin ich. Ja, das habe ich erst heute erfahren. Es kam wie der Blitz über mich, wie eine Erleuchtung. Ich verstehe nicht, wie ich glauben und denken konnte, ich sei Titularrat. Ja, wie konnte mich nur so ein verrückter Gedanke beherrschen? Gut, dass es noch niemandem eingefallen ist, mich dafür ins Irrenhaus zu sperren. Alles liegt jetzt klar vor mir. Wie auf der flachen Hand. Ich begreife nicht, dass ich früher noch alles wie im Nebel sah. Ich denke, das kommt daher, dass die Leute sich einbilden, dass menschlicher Gehirn befinde sich im Kopf. Keineswegs. Der Wind treibt es vom Kaspischen Meer heran. Ins Departement bin ich nicht gegangen. Nein, meine Lieben, da lockt ihr mich nicht mehr hinein. Eure scheußlichen Akten werde ich nicht mehr abschreiben. Unser Exekutor mit der Aufforderung, dass ich ins Departement gehen solle. Ich sei schon mehr als 3 Wochen nicht mehr im Dienst gewesen. Ja, zum Spaß begab ich mich ins Departement und setzte mich auf meinen Platz, als ob ich niemanden bemerkt hätte. Ich warf einen Blick auf das ganze Kanzleigesindel und dachte, wenn ihr wüsstet, wer hier unter euch sitzt, Herrgott, was das für einen Aufruhr gäbe. Einige Minuten später geriet alles in Aufregung. Es hieß, der Direktor komme. Viele Beamte liefen hin und her, um sich vor ihm zu zeigen. Ich aber rührte mich nicht von der Stelle. Was ist schon ein Direktor? Sollte ich vor ihm aufstehen? Was ist er überhaupt für ein Direktor? Ein Korken ist er, aber kein Direktor. Ein ganz gewöhnlicher Korken, ja, ein simpler Korken. So einer, womit man Flaschen zustöpselt. Am meisten belustigte es mich, als sie mir ein Schriftstück zum Unterzeichnen hinschoben. Ich unterschrieb an der prominentesten Stelle. Dort, wo der Direktor des Departements zu unterzeichnen pflegt, in einem Zug mit Ferdinand. Der Achte. Man muss gesehen haben, was für eine ehrfürchtige Stille auf einmal eintrat. Ich winkte bloß mit der Hand und sagte, bitte keine Untertänigkeitsbezeugungen, und ging hinaus. Von dort begab ich mich geradewegs zur Wohnung des Direktors. Ich drang bis ins Boudoir vor. Sophie saß vor dem Spiegel, sprang auf und wich von mir zurück. Ich eröffnete ihr jedoch nicht, dass ich der König von Spanien bin. Ich sagte ihr nur, dass sie ein Glück erwarte, wie sie es sich nicht einmal erträumen könne, und dass wir trotz aller Intrigen der Feinde bald vereint seien. Mehr wollte ich nicht sagen und ging hinaus. Das Weib! Erst heute habe ich erfahren, was das Weib ist. Bisher hat noch keiner gewusst, in wen sie verliebt ist. Das habe ich als Erster erfahren. Ja, das Weib ist in den Teufel verliebt. Ich scherze nicht. Sie liebt allein den Teufel und sie wird ihn heiraten. Und das macht alles der Ehrgeiz. Und der Ehrgeiz, der kommt daher, dass unter der Zunge ein kleines Bläschen sitzt und in diesem Bläschen ein winziger Wurm, nicht größer als ein Stecknagelkopf. Und das hat alles ein gewisser Barbier in Gang gesetzt. Ich erinnere mich nicht an seinen Namen, doch es ist verbürgt, dass er gemeinsam mit einer Hebamme auf der ganzen Welt den Islam verbreiten will. Und deshalb, so heißt es, soll sich in Frankreich bereits ein großer Teil des Volkes zum Mohammed bekennen. Am Niemandstag? Der Tag hat kein Datum. Inkognito spazieren gegangen.
Seine Majestät, der Kaiser, fuhr vorbei. Die ganze Stadt nahm die Mütze ab, ich auch. Doch ließ ich mir nicht anmerken, dass ich der König von Spanien bin. Ich hielt es für unangebracht, mich so vor allen Leuten zu offenbaren. Zuallererst nämlich muss ich mich bei Hofe vorstellen. Davon hat mich bisher nur der Umstand abgehalten, dass ich kein königliches Gewand besitze. Ich beschloss es selbst zu nähen. Bei verriegelter Tür, sodass mich niemand sehen kann. Weiß nicht, welches Datum. Ohne Monat. Weiß der Teufel, wann das war. Mein königliches Gewand ist vollkommen fertig. Dennoch kann ich mich noch nicht entschließen, mich bei Hofe vorzustellen. Ja, die Deputation aus Spanien ist noch nicht eingetroffen. Ohne Deputation wäre es unschicklich. Meine Würde hätte keinerlei Gewicht. Ich erwarte sie von Stunde zu Stunde. Ich erwarte sie von Stunde zu Stunde. Die Säumigkeit der spanischen Deputierten erstaunt mich sehr. Was für Gründe mögen sie wohl aufgehalten haben? Ja, Frankreich. Das ist der missgünstigste aller Staaten. Ich ging mich auf der Post erkundigen, ob die spanischen Deputierten noch nicht eingetroffen seien. Aber der Postmeister ist unwahrscheinlich dumm. Der weiß überhaupt nichts. Nein, sagte er, hier sind keine spanischen Deputierten. Aber wenn sie einen Brief aufzugeben wünschen, ihr holt der Teufel. Wozu denn einen Brief? Briefe sind Unsinn. Hunde schreiben Briefe. Madrid? Den 30. Februario. Also, ich bin in Spanien. Und das ging so schnell, dass ich kaum zu mir kam. Heute in der Früh erschienen bei mir die spanischen Deportierten und ich bestieg mit ihnen den Wagen. Die ungewöhnliche Geschwindigkeit kam mir sehr bemerkenswert vor. Wir fuhren derart schnell, dass wir bereits nach einer halben Stunde die spanische Grenze erreicht hatten. Ein merkwürdiges Volk, diese Spanien. Als wir ins erste Zimmer traten, erblickte ich eine Menge Menschen mit kahlgeschorenen Köpfen. Ich erriet jedoch gleich, dass das Granden sein müssten oder Soldaten, denn die pflegten sich ja ihre Köpfe rasieren zu lassen. Sehr sonderbar kamen mir die Umgangsformen des Staatskanzlers vor, der mich an der Hand führte. Er stieß mich in ein Zimmer und sagte, da setz dich! Und wenn du dich noch einmal König Ferdinand nennst, werde ich dir diese Laune schon ausprügeln. Da ich aber wusste, dass er mich damit nur auf die Probe stellen wollte, widersprach ich sofort, worauf mich der Kanzler mit dem Stock zweimal so schmerzhaft auf den Rücken schlug, dass ich beinahe aufgeschrien hätte. Aber ich beherrschte mich, weil ich mich daran erinnerte, dass dies ein ritterlicher Brauch beim Antritt eines hohen Amtes sei. Und die Bräuche des Rittertums, die haben in Spanien ja heute noch Geltung. Allein geblieben,
beschloss ich, mich den Staatsgeschäften zu widmen. Ich erkannte, dass Spanien und China völlig ein und dasselbe Land sind. Ja, ich rate jedem einmal auf ein Stück Papier das Wort Spanien zu schreiben. Es wird dabei immer China herauskommen. Große Sorgen macht mir allerdings ein Ereignis, das morgen stattfinden wird. Morgen nämlich, um 7 Uhr, wird sich etwas Merkwürdiges vollziehen. Die Erde wird sich auf den Mond setzen. Ich muss gestehen, ich verspüre eine lebhafte Unruhe in meinem Herzen, wenn ich mir die ungewöhnliche Zartheit des Mondes vor Augen führe. Der Mond wird für gewöhnlich in Hamburg gemacht, und zwar uns miserabel. Ich wundere mich immer, warum England dieser Tatsache keine Aufmerksamkeit schenkt. Im Grunde ist der Mond selbst eine so zarte Kugel, dass Menschen dort nicht leben können, sondern ausschließlich Nasen. Und deshalb können wir auch unsere eigenen Nasen nicht sehen, denn sie befinden sich ja alle auf dem Mond. Und als ich mir vorstellte, was für ein schwerer Körper die Erde ist und wie beim sich draufsetzen auf den Mond unsere Nasen zum Mehl zermalt würden, da begab ich mich eiligst in den Saal des Staatsrats, um der Polizei den Befehl zu erteilen, zu verhindern, dass sich die Erde auf den Mond setzte. Die kahlgeschorenen Kranken, die ich im Sitzungssaal in großer Anzahl vorfand, waren sehr gescheite Leute. Und als ich sagte, meine Herren, retten wir den Mond, die Erde will sich auf ihn setzen, da stürzten alle sofort los, um meinen königlichen Wunsch zu erfüllen. Und viele von ihnen kletterten die Wände hinauf, um den Mond herabzuholen. Allein in diesem Augenblick trat der Großkanzler ins Zimmer. Als sie ihn erblickten, liefen alle davon. Ich, als der König, blieb allein zurück. Zu meiner Verwunderung schlug mich der Kanzler mit dem Stock und jagte mich auf mein Zimmer. Solch eine Macht haben in Spanien die Volksbräuche. Im Januar desselben Jahres, welches auf den Februar folgte, immer noch kann ich nicht begreifen, was das für ein Land ist, dieses Spanien. Die Volksbräuche und die Hofetikette sind außerordentlich merkwürdig. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe rein gar nichts. Heute hat mir den Kopf geschoren, obwohl ich aus Leibeskräften schrie. Ich wollte kein Mönch werden. Ich kann mich jedoch nicht mehr daran erinnern, was mit mir geschah, als man damit begann, mir kaltes Wasser auf den Kopf tropfen zu lassen. Eine solche Höllenqual habe ich noch nie erlebt. Ich war nahe dran, in Raserei zu geraten. Man konnte mich gerade noch festhalten. Die Bedeutung dieses seltsamen Brauchs begreife ich ganz und gar nicht. Ein dummer, sinnloser Brauch. Die Unvernunft der Könige, die ihn bis heute nicht abgeschafft haben, ist mir unbegreiflich. Aller Wahrscheinlichkeit nach, so vermute ich jedenfalls, bin ich in die Hände der Inquisition gefallen. Und der, den ich für einen Kanzler hielt, ist niemand anderer als der Großinquisitor selbst. Am 25. Heute kam der Großinquisitor in mein Zimmer. Ich aber, als ich seine Schritte hörte, verbarg mich unter dem Stuhl. Als er mich nicht sah, da begann er zu rufen. Zuerst schrie er, Portnöschen! Ich
wollte schon meinen Kopf hervorstrecken, doch dann dachte ich, nein, mein Lieber, du führst mich nicht mehr an, ich kenne dich. Du willst mir nur wieder kaltes Wasser über den Kopf tropfen lassen. Aber da hat er mich erblickt und trägt mich mit dem Stock unter dem Stuhl hervor. Diese verdammten Stockschläge tun fürchterlich weh. Aber für all das wurde ich durch meine heutige Entdeckung entschädigt. Ich erkannte, dass jeder Hahn ein Spanien hat. Und zwar befindet es sich unter seinen Federn. Am 34. Und jetzt 349. Februar. Nein. Nein, ich habe keine Kraft mehr. Ich kann ihre Quälerei nicht mehr tragen. Gott, was sie mit mir machen, sie? Sie gießen mir kaltes Wasser über den Kopf. Sie beachten mich gar nicht. Was habe ich ihnen denn getan? Warum quälen sie mich so? Was wollen sie von mir, Armen? Was kann ich ihnen denn geben? Ich habe ja nichts. Ich habe keine Kraft mehr. Ich kann ihre Quälerei nicht mehr tragen. Alles dreht sich vor meinem Kopf. Mein Kopf brennt. Rettet mich. Bringt mich fort von hier. Gebt mir eine Troika mit Pferden so schnell wie ein Wirbelwind. Setz dich, mein Kutscher. Klingele mein Glöckchen. Stürmt los, meine Pferde, und tragt mich fort aus dieser Welt. Weiter, weiter, immer weiter, damit ich nichts mehr sehen muss, nichts. Da wölbt sich schon der Himmel über mir. In der Ferne flimmert ein Stern. Der Wald mit seinen dunklen Bäumen und dem Mond drüber fliegt vorbei. Auf der einen Seite liegt das Meer. Grauer Nebel breitet sich zu meinen Füßen und im Nebel klingt ein Seitenton. Auf der anderen Seite Italien und jetzt sieht man auch Russlands Hütten. Ist das mein Elternhaus, das dort in der Ferne erscheint? Ist das meine Mutter, die dort am Fenster sitzt? Liebe Mutter, rette deinen armen Sohn. Lass deine Tränen fallen auf sein armes Haupt. Sieh, wie sie ihn quälen. Drück es an deine Brust, dein armes Waisenkind. Es hat keinen Platz auf dieser Welt. Sie hetzten es. Liebe Mutter, erbarme dich deines kranken Kindes.